Statt der Wasserratten tummeln sich im Geibelbad momentan noch die Handwerker. 2 Wochen Auszeit hat sich das Bad genommen, um alles wieder auf Vordermann zu bringen. Größtes Vorhaben dabei die Sanierung des Glasdaches. Auf 15 x 15 Metern werden die Scheiben ausgetauscht. Wir haben uns entschieden, dieses Dach zu tauschen. Einerseits möchten wir die Wärmedämmung des Hauses verbessern. Das heißt, wir wollen die Energiekosten senken. Auf der anderen Seite hat sich gezeigt, dass die Abdichtungen nicht mehr die Dichtigkeit haben in Bezug auf Gasdichtigkeit und dementsprechend langfristig die Glasscheiben kaputt gehen werden. Und dem haben wir insofern aus zweierlei Hinsicht vorgebeugt. Die Materialentwicklung hat in den letzten 10 Jahren große Fortschritte gemacht. Statt mit PVC-Dichtungen wird jetzt mit Silikon gearbeitet. Das soll länger haltbar sein. Auch die neuen Scheiben verfügen über eine bessere Wärmedämmung, damit mehr an Energiekosten gespart werden kann. Die Modernisierung übernimmt genau die Firma, die vor 10 Jahren das Geibelbad mit aufgebaut hat. Denn das Dach ist eine besondere Konstruktion. Als das Geibelbad Pirna hier entstanden ist und wir uns mit dem Architekten unterhalten haben, was soll hier in das Dach eingebaut werden, haben wir den Vorschlag bekommen, ein Dach zu bauen, was über eine Seilkonstruktion getragen wird. Das heißt, es sind gespannte Seile, auf denen die Glasscheiben aufliegen. Und das ist schon was ganz Besonderes. Das gibt es hier in Deutschland nur 2-mal. Einmal eben hier im Geibelbad in Pirna. Doch nicht nur das Dach wird angefasst. Die Mitarbeiter haben für 2 Wochen die Badeschuhe gegen die Gummistiefel eingetauscht. Von der Sauna bis zu den Außenanlagen wird geschrubbt und geputzt. Die Handwerker geben sich die Klinke in die Hand. Maler, Elektriker, Tischler, Küchenbauer. Nach 10 Jahren und 2,5 Millionen Besuchern sind Wartungsarbeiten und Reparaturen wichtig. Ist eigentlich alles das, was auch der Gast immer sieht. Das sind die Fliesenbelege, ob nun auf dem Fußboden oder an der Wand, die immer in Mitleidenschaft gezogen werden. Und da muss man schauen, sind sie noch genauso fest, sind sie locker, muss man sie austauschen, sind sie abgenutzt. Denn man kann sich ja vorstellen, wenn man immer über den gleichen Fußboden läuft, immer über die gleiche Fliese, dass die irgendwo mal, sagen wir, an der Optik auch nachlässt. Man kann da viel machen, es gibt verschiedene Belege und wir sind ständig bemüht, das auch zu verbessern. Am 28. April muss alles fertig sein, denn dann ist das Geibelbad wieder für alle Gäste geöffnet, frisch gereinigt und instand gesetzt. Wer jetzt nicht gleich ins Wasser springen möchte, aber trotzdem neugierig auf das Freibad ist, der sollte sich den 12. und 13. Mai vormerken. Denn dann kann nämlich jeder ins Freibad rein, mit oder ohne Badehose. Dieses Jahr haben wir ja 75 Jahre Geibelbad und am 12. Mai wird das Geibelbad Freibad öffnen und es wird 2 Tage freien Eintritt geben, dass man einfach sich das Geibelbad mal ansehen kann. Und wir denken, da kommen wir allen den Gästen entgegen, die vielleicht in ihrer Kindheit hier gewesen sind, aber nicht mehr an den Bad gehen, aber sich es einfach mal ansehen möchten. Und da freuen wir uns natürlich über jeden Gast, der da mal wiederkommt. Dann steht ja einem sauberen Badevergnügen im Geibelbad nichts mehr im Wege.